es war schon eine herbe Enttäuschung und vor allem, denke ich mal, ging es allen Sportlern so, die so im Fokus darauf waren. Man hat plötzlich eine Leere gehabt. Also man wusste nicht, wohin mit sich. Man hatte in dem Moment keine Aufgabe mehr. Man hat das Ziel quasi vor Augen verloren. Also es war dann weg. Wir waren eigentlich soweit mit der Vorbereitung durch, waren eigentlich wie die Rennpferde in der Startbox bereit für die ersten Wettkämpfe. Die standen ja an nach dem Trainingslager, die Qualifikation für die Spiele. Und das war schon bitter. Am Vormittag, ich glaube, das war der 24. März, waren wir noch im Kraftraum gewesen. Und da war das schon so, naja, ob das hier noch was wird, werden wir sehen. Und dann zum Mittagessen auf der Couch zu Hause hat man dann gelesen, die Spiele 2020 werden nicht stattfinden. Ja, da war ich beim Nachmittags auch nicht mehr beim Training. Das Ziel auch, was ich hatte, wofür meine Familie sich natürlich auch aufgeopfert hat, 4 Jahre lang, war auf einmal, ja, zerschmettert und nicht mehr vorhanden. Und das war natürlich im ersten Moment sehr traurig und man wusste auch nicht, was passiert überhaupt, wie geht's weiter. Und auch gerade für mich stand lange im Raum, ob ich überhaupt weitermache, ob ich das Ziel weiter verfolge, ob wir nochmal die Kraft haben als Familie, das zu stemmen, ob wir nochmal die Entbehrung gehen wollen gemeinsam oder ob die Möglichkeiten überhaupt da sind. Da hängt ja auch noch viel mehr dran. Ja, das kommt halt wie ein Knall. Also wann passiert dann sowas mal? Vielleicht kann man das erst in 2, 3 Jahren vielleicht richtig zuordnen, was hier gerade passiert, beziehungsweise was da passiert ist. Ich habe für mich unheimlich viel Zeit gebraucht, um erstmal überhaupt selber klarzukommen. Hast du denn gedacht, du hängst den Sport am Nagel? Ja, weil ja, die Leere war da, es war kein Ziel da, es war alles weg, überall, also es gab nichts, keine Ordnung mehr und man weiß nicht, ob die Olympischen Spiele stattfinden, das ist nun mal so. Wir hatten einen Traum, als Familie auch so ein bisschen, der ist mit Corona zerplatzt. Die Planung war, 2020 aufzuhören. Mein Sohn wird erst 2021 eingeschult. Ich habe einen 3-jährigen und einen 6-jährigen Sohn jetzt inzwischen. Und wir wollten eigentlich nach Tokio 2020 keine Weltreise, aber uns wirklich mal 6 Monate oder so Auszeit nehmen. Einfach auch um der ganzen Entbehrung, die meine Familie auf sich genommen hat, einfach auch ihren Akku gemeinsam wieder zu laden, vielleicht die Welt mal zu bereisen, ohne dabei immer das Paddel bei zu haben und Leute und Länder kennenzulernen. Ja, das war so der Plan. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Mein Sohn wird nächstes Jahr eingeschult. Was mir auch sehr weh tut übrigens, der Einschulungstag ist der Tag der geplanten Finaltags jetzt in Tokio. Das heißt, ich kann da nicht dabei sein. Das war auch ein Thema, wo wir lange drüber nachgedacht haben, wie gehen wir damit um? Will ich das so, wie es denn sein wird? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so viel als Sportler dann ehrlich gesagt drüber nachgedacht, sondern ich habe wirklich da auch Gedanken gemacht, wie komme ich sicher durch die Zeit, wie komme ich, komme meine Familie sicher durch die Zeit und vor allem gesund. Und das war mein größter Fokus in dem Moment. Deswegen war mir im Endeffekt zu dem Zeitpunkt auch bewusst, es geht bei mir um einen Traum, um einen Lebenstraum, der für mich zwar sehr, sehr wichtig ist und auch mein Leben irgendwo auch bestimmt, aber ich betone immer, dass meine Familie damit drinsteckt, weil die 2 Kinder, die müssen natürlich auch ihren Beitrag leisten, ob sie wollen oder nicht. Aber die verstehen es inzwischen und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass sie verstehen, was der Papa macht und dass wir da gemeinsam auch mit meiner Frau den Weg gehen können. Familie war auch glücklich, dass Papa mal im Sommer zu Hause ist. Hatten wir so auch noch nicht, zumindest nicht so viel. Von daher waren die happy und ja, ich hatte eine schöne Zeit mit der Familie, habe das auch echt genossen, habe viel mit den Kindern gemacht. Obwohl man halt nur zu Hause war, trotzdem eigentlich eine gute Zeit zusammen gehabt. Ich denke, jetzt muss der Nachwuchs erstmal kommen und dann werden sich die Wege auftun. Aber auch jetzt merke ich jetzt so im Herbst, wenn es so schön glatt ist oder morgens die Nebelschwaden aufsteigen über dem Wasser, dann juckt es mir schon mächtig in den Fingern. Also das ist dann denkst du auch so, oh ja, einmal jetzt aufs Wasser mal richtig laufen lassen oder sich auch mal richtig wieder einmal wehtun. Ja, das hat man so viele Jahre gemacht, das kann man nicht einfach vergessen und es ist auch nicht leichter, einfach zu sagen, weg. Also für mich ist die Sache noch nicht beendet und mein Herz schlägt schon noch dafür. Ich glaube, es ist schon auch so eine Art Sucht, erfolgreich zu sein. Das ist meine große Leidenschaft. Das macht mir unheimlich viel Spaß, auch wenn nicht an jedem Tag, aber an den meisten Tagen. An Tagen, wo das Wetter so wahnsinnig schön ist und auch keine Welle draußen ist und so, das ist schon, das macht mich einfach unheimlich glücklich und ich gewinne halt auch eigentlich gerne. Das ist schon was, was einen dann auch wieder antreibt. Natürlich muss man irgendwann den Schalter dann wieder umlegen. Ne? So schön das auch war die ganze Zeit, aber ich habe ein Ziel nächstes Jahr und da weiß ich, da muss ich hart für arbeiten.
natürlich, Traum wäre es definitiv nochmal bei Olympia dabei zu sein. Die ganze Luft nochmal wirklich, die olympische Luft nochmal mitzubekommen, weil 2016 war es ja wirklich, da habe ich ja von heute auf morgen saß ich im Flieger und war dann da und war wirklich da in der absoluten Blase drin und bin dann wieder hergekommen und dann stand ich da mit einer Goldmedaille um Körper, was ja nicht verkehrt ist, aber man kriegt das alles viel schwieriger mit. Es ist alles neu, es ist viel Gewusel, alles aufregend und man kann das gar nicht so aufsaugen. Und Traum oder wünschen würde ich mir wirklich, das nochmal mitzunehmen, einfach um das zu genießen. Es muss nicht der Olympiasieg sein, es muss nicht die Medaille sein, aber dieses Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man da wirklich hat als Sportler, da zu sein, das wäre nochmal echt eine schöne Nummer. Traum. Traum. Eigentlich habe ich alles erreicht, was man im Rennsport erreichen kann. Aber natürlich träumt man auch davon, weiter erfolgreich zu sein und die Erfolgsserie, die ich bisher hingelegt habe, dass sie noch weiter anhält. Und ja, das sind so meine Träume eigentlich. Ja. Es ist ja noch kein Ende in Sicht. Also es ist ja jetzt nicht, dass damit ein Schlussstrich gezogen ist. Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht und jetzt mit einmal so gar keine Schmerzen mehr in Armen zu haben oder Muskelkater oder sowas, das ist schon äußerst ungewohnt. Also das Feuer hat einfach in mir gebrannt, die Leidenschaft hat in mir gebrannt und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze und sage, ich möchte in Tokio 2021 noch teilnehmen und möchte da eine Goldmedaille holen. Ich kann das auch nicht abstellen. Ich hoffe, dass das irgendwann, und das hoffe ich wirklich, dass das 2021 dann irgendwann nachlässt, weil sonst habe ich ein Problem. Ich denke jetzt wirklich von Stück zu Stück und hoffe einfach, dass ich irgendwann nochmal in Japan lande, in dem Boot sitze und irgendwann eine Medaille um den Hals kriege.